20 Punkte nach elf Bundesligaspielen, das ist der beste Chart eines Rapid-Trainers seit Ernst Dokobil im Jahr 2000. Er vermittelt der Mannschaft irgendso das gewisse Etwas. Also sie, sie sie glauben jetzt mehr an sich. Kommt von außen und bringt da ein paar Sachen mit, die wahrscheinlich ein, ein Trainer der Rapid-Vergangenheit hätte oder einfach auch ein österreichischer Trainer nicht mitbringen würde. Auch was die Erwartungshaltung angeht und so weiter. Ich finde ihn in der Kommunikation bis jetzt äh, richtig gut. Der hat eben noch keine Krise gehabt. Da zeigt sich dann auch die wahre Qualität eines Mediators Robert Klaus, ob er das dann auch gut wegkommunizieren kann. Robert Klaus war für mich bis jetzt natürlich ein absoluter Glücksgriff.